Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Doc, Dr. Markus Schor. Und ich möchte Sie gerne einladen zu meinem coolen Herbstseminar, das Yin und das Yang des Westens, die zwei Selbste des Daniel Kahnemann oder vereinfacht die zwei Selbste in uns. Wow, das ist ein Thema, ja, es geht tatsächlich darum, dass der Nobelpreisträger Daniel Kahnemann bei seinen Forschungen feststellte, dass wir von zwei verschiedenen Kräften, die doch sehr definiert und klar sind, aber keineswegs in einem Strang ziehen, ja, manchmal zu ganz verrückten Selbstsabotagen getrieben werden. Wir haben mit meinen Studenten schon ordentlich rumgeforscht und eine Menge verrückte Dinge dabei erlebt und viel Erstaunen und Lachen erlebt. Und das möchte ich mit Ihnen auch. Ich möchte eine kleine Forschungsreise mit Ihnen machen an drei Abenden im November. November 2024. Wir starten am 12. immer dienstags abends von 19:30 Uhr bis 21 Uhr. Ja, es gibt nur ein paar Plätze, also sichern Sie sich ein, hiermit herzliche Einladung dabei zu sein. Ja, dann schauen wir noch ein kleines Stück tiefer. Was sind denn das für zwei Kräfte, die da in uns wirken? Also es fängt schon bei dem Thema Glück an, was Sie unter Glück verstehen. Es gibt den einen Teil in jedem von uns, dieser Teil möchte gerne, ja, eigentlich in Ruhe gelassen werden. Der möchte zufrieden sein, der möchte ankommen, der möchte wahrgenommen werden. Ja, und dann gibt es den anderen Teil, der ist extrem neugierig, der möchte gerne was erforschen, erobern, entdecken, der möchte gerne Herausforderungen, der möchte was wagen, der möchte was planen und durchführen. Nächster Schritt war dann, diese zwei Teile fanden dann in der Hirnforschung auch Widerhall und man stellte nun plötzlich fest, dass es tatsächlich historisch gewachsene Bereiche gibt und eigene Botenstoffe, die diese Bereiche haben. Also die Selbste des Kahnemanns fanden sich nun plötzlich wieder in unserem Gehirn. Schritt, ganz einfach. Sie merken schon, bei im Yin und Yang gibt es ja auch noch diese Gegenpole. Und das ist deshalb so spannend, weil die gibt es in unserem Gehirn auch. Die jüngsten Teile in unserem Gehirn sind Kontrollbereiche für diese Selbste. Das heißt, wir haben zum Schluss, also in der letzten Zeit unserer Gehirnentwicklung, haben wir versucht bereits dort Bereiche zu entwickeln, indem wir wieder diese Selbste kontrollieren, ihre Auswüchse, ihre mangelnde Zusammenarbeit, ihre Selbstüberschätzung oder Unterschätzung. Es entwickelte sich aber auch, dass plötzlich einige Sachen gefunden wurden, wo diese beiden Bereiche sensationell zusammenarbeiten. Jetzt raten Sie mal, als Glücksmensch, Meister, sage ich, da sind Sie wahrscheinlich am glücklichsten und da sollten Sie viel mehr von implantieren. Das wird unser Ziel sein in diesem wunderbaren Seminar. Also, wann geht's los?